wieder Montag. Felix hat diese Woche frei, richtig schön. Das heißt, wir können jetzt richtig viel Family-Zeit genießen zusammen. Sind jetzt einfach nochmal 2 Tage in Berlin. Und dann fahren wir noch zusammen in den Bodensee am Mittwoch bis Sonntag. Jetzt ist kurzfristig zu entschlossen, haben es gestern erst gebucht, um einfach doch nochmal als Familie rauszukommen. Wir hatten erst überlegt, in Berlin zu bleiben, aber das Wetter soll hier nicht so gut sein. Am Bodensee zwar auch nicht, aber haben wir noch mal ein bisschen Tapetenwechsel. Wir sind wieder nach Hause gekommen. Es regnet, es macht irgendwie gar keinen Spaß. Naja, wir machen jetzt irgendwie das Beste draus. Wir sind von unserem Spaziergang zurück. Eigentlich wollten wir Sachen shoppen für die Kleine, aber nirgendwo gab es das, was ich gesucht habe. Naja, jetzt habe ich gleich Pickup. Da gehe ich mit ihr hin, kleine Spielgruppe. Sie übt übrigens musizieren. Haha. Ja. Ich habe mir die Kleine jetzt mal umgeschnallt und gehe jetzt zu meiner Pickup-Gruppe. Ich warte gerade auf den Fahrstuhl. Oder gehe ich Treppe? Fahrstuhltreppe. Ich habe immer so Angst, runterzufallen mit ihr, wenn ich sie in der Trage ist. Ich fahre Fahrstuhl. So, wir kommen gerade zum Pickup. Und es ist so krass, Leute, es ist einfach schon dunkel. Mit der Zeitverschiebung und jetzt November, ich komme gar nicht drauf klar. Guckt es euch an. Puh, jetzt ist es doch noch ganz schön spät geworden. Ich habe mich gerade abgeschminkt, weil Felix und die Kleine sind schon früh ins Bett. Und dann hatte ich so eine Eingebung, endlich mal wieder für einen Song. Das ist so geil und so gut und so stuck in meinem Head, in meinem Kopf. Ich muss jetzt unbedingt einen finden, mit dem ich diesen Song machen kann. Der ist wirklich, wirklich geil. Wir sind unterwegs in Berlin. Wir waren ein bisschen shoppen. Ich hatte noch einen Arzttermin. Ich habe festgestellt, man kann so Tage ganz schön gut vertrödeln. Ich weiß das ja sowieso schon seit Ellies Geburt. Felix, jetzt auch. Jetzt hole ich gerne noch einen Kaffee und gehe nach Hause. So, sind zurück zu Hause. Machen wir jetzt einen Kaffee und dann muss ich mich echt aufraffen, was für die Musik zu machen. Ich weiß auch nicht, es ist echt so ein Hin- und Hergerissen sein. Wenn Felix frei hat, will ich natürlich Zeit als Familie verbringen und kann das schwer nutzen für mich, weil es mir einfach selber voll schwer fällt zu sagen, okay, ihr macht was zu zweit, ich mache meine Musik, weil ich freue mich dann ja auch, wenn wir endlich mal Familienzeit haben, weil wir das so selten haben. Ich glaube, das wird jetzt den Rest meines Lebens so bleiben mit Kind. Ich sitze zu Hause hier auf dem Sessel. Ich habe mich noch nicht mal umgezogen. Die Kleine spielt vor mir. Felix ist gerade joggen. Und ich müsste eigentlich so viele Sachen machen und ich habe so keine Selbstmotivation. Ich weiß einfach nicht, wo meine Motivation ist. Meine Ausrede ist immer, es geht nicht wegen Ellie. Das stimmt zum Großteil auch, aber zum Großteil halt auch nicht. Und ich glaube, was mir echt fehlt, ist halt irgendwie so Struktur und Ziel. Das Problem ist bei der Musik immer, da wartet halt keiner drauf. Es ist ja nicht so, dass ich da irgendwie sozusagen angestellt bin und da irgendwie ein Chef an die Tür klopft und sagt, hey, wo ist der nächste Song? Sondern ich bin halt einfach in einem Stadium, wo einfach keiner auf mich wartet. Und ich mich halt einfach selbst motivieren muss. Und es fällt mir manchmal verdammt schwer. Ich wünschte, es wäre manchmal einfacher. Wenn ich nichts unternehme, gibt es einfach keine neue Musik von mir. Das Schlimme dabei ist, was mich dann fast zum Heulen bringt, ist, dass es hätte ja nicht mal irgendwie Auswirkungen außer auf mein eigenes Leben. Es würde wahrscheinlich auch nur wenige Leute interessieren, wenn es keine neuen Songs von mir gäbe. Ich weiß, so darf ich nicht denken, aber so denke ich im Moment und es muss aufhören. Ich muss mich irgendwie besser motivieren. Ich weiß noch nicht wie. Wir fahren morgen für 4 Tage weg. Und ich versuche jetzt für die Kleine zu backen. Und wie man hört, will sie nicht schlafen. Im Moment dreht sie sich im Bettchen immer auf den Bauch. Geht dann auf alle Viere und schaukelt wie wild umher, als ob wir auf Seefahrt wären. Bisschen anstrengend. Naja. Oh Mann, packen hat ewig gedauert. Mit Kind ist es echt eine andere Hausnummer.
Man packt ja nicht nur seine eigenen Sachen, sondern auch ihre Anziehsachen. Aber damit nicht getan, dann müssen die ganzen Kinderwagensachen mit Regenverdecken, Regenschirm, einen Fußsack nehmen. Und dann brauchen wir natürlich auch für morgen für die Fahrt halt Babymilchchen, Brei, Löffelchen, Lätzchen. Es summiert sich einfach. Am Ende hat man ganz viel. Und dann wagen wir heute noch ein Experiment. Felix schläft heute allein mit der Kleinen im Zimmer und ich bin bei uns im Gästezimmer und werde da schlafen. Ich habe mir das jetzt so gewünscht, das wäre das erste Mal seit der Geburt, dass ich getrennt von Ellie schlafe. Also zwar in derselben Wohnung, aber wirklich nicht neben ihr. Weil ich einfach morgens immer so aufwache und so fertig und so müde bin und einfach mal mehr als 3 Stunden Schlaf am Stück haben möchte. Es gibt genau 2 Szenarien, was jetzt passieren kann. Entweder schlaf wie ein Stein bis morgen früh und fühle mich danach fit wie ein Turnschuh. Oder wir gucken mal. Oder ich mache in einer halben Stunde auf oder kann gar nicht erst einschlafen und bin dann so nervös, weil ich beide so vermisse, dass ich wieder rüberkletter in das andere Bett. Sollte ich jetzt hier im Bett einschlafen und durchschlafen, dann wäre das das erste Mal seit der Geburt, also seit 7 Monaten. Ja, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, ob das klappt. Ich hoffe, ich kann das überhaupt Felix zutrauen. Schafft er das? Schafft es der Vater, alleine zurechtzukommen mit dem Baby nachts? Dann jetzt aber gute Nacht. Und plötzlich ist da noch ein Herzschlag, auch wenn es nicht so schnell geplant war. Jetzt bist du da, jede Sekunde an jedem Tag. Ist mein Leben jetzt vorbei oder fängt mit deinem Mann, weil jetzt alles anders ist? Vielleicht komm ich hätte dich an, anstatt dich heulen zu begraben. So, wir sind nach einer langen Odyssee endlich im Hotel angekommen. Das ist der Wahnsinn. Ich bin völlig geflasht. Ich zeig euch jetzt mal das Zimmer. Wir haben heute Donnerstag, unseren ersten Urlaubstag. Wow, hier ist gutes Licht. Da hinten sieht man mich auch im Spiegel. Obwohl draußen es mega schüttet, es hat auf den Bergen geschneit, es ist mega vernebelt und verhangen und trotzdem ist hier gutes Licht. Ich bin zumindest gerade dabei, für die Kleine Mittagsbrei zu machen. Wir haben heute Morgen ganz lange geschlafen. Sie hat uns bis 8 Uhr schlafen lassen. Und dann haben wir ganz gemütlich im Bett noch mit ihr gespielt eine Stunde und waren dann frühstücken hier. Wir sind in einem sausüßen Hotel. Es gibt hier, glaube ich, nur 10 Zimmer. Wir haben nur kein Handynetz hier. Hier haben wir neben der kleinen Hotelbar unsere eigene Bar für Ellie aufgebaut. Ich mache hier gerade ein Wasserbad, ihren Brei warm. Hier habe ich Milchpulver, hier ist ihr Abendbrei drin, da noch ihre anderen Breisachen. Heißes abgekochtes Wasser, kaltes abgekochtes Wasser, ihre Fläschchen und das ist ehrlich gesagt für mich und gar nicht für Eddie. Ach, wir haben uns gerade aufgerafft und wollten einen Ausflug machen zu den Scheidecker Wasserfällen. Und guess what? Wie man draußen schon sieht, wir sind einfach im Trockenen losgefahren. Es hat angefangen zu hageln, als wir geparkt haben. Es hört gar nicht mehr auf. Wir haben uns rausgewagt, haben uns schnell angezogen, hier ist ein Ticket gezogen. Jetzt geht's los zu den Wasserfällen. Hallo, der Vlog startet heute bei traumhaftem Wetter. Wir sind auf einer Wandertour, haben schön ausgeschlafen und gefrühstückt heute Morgen. Und ja, jetzt machen wir eine kleine Runde. Haben uns so einen 4-Stunden-Weg rausgesucht. Mal gucken, wie das mit der Kleinen in der Trage funktioniert und ob wir die 4 Stunden schaffen. Ziel ist der Pfänder, der Gipfel. Um einen schönen Blick auf den Bodensee zu haben, den ich auch jetzt schon im Hintergrund habe.
Ja, mal gucken, ob wir es bis zum Gipfel schaffen oder abbrechen müssen. Auf jeden Fall soll das Wetter heute gut bleiben. Natürlich habe ich Zweifel, ob ich überhaupt bereit bin. Dieser Traum scheint wieder viel zu groß, doch mit dir laufe ich drauf los. Denn plötzlich ist da noch ein Herzschlag, auch wenn es nicht so schnell geplant war. Jetzt bist du da, jede Sekunde an jedem Tag. Ist mein Leben jetzt vorbei, aber du fängst mit deinem Mann. War jetzt alles an der Fest, vielleicht komm ich hinter dich an. Auf der Rückfahrt nach Berlin. Ich habe jetzt ein bisschen unregelmäßig zuletzt gefilmt, aber wollte wenigstens noch kurz Abschlussworte finden. Also ja, das war wieder eine ganze Vlog-Folge. Diesmal so teilweise auch am Wochenende mitgefilmt, wegen des Urlaubs. Und genau, jetzt geht's zurück nach Berlin. Bin gespannt auf eine neue Woche, die auf jeden Fall musikalischer wird als meine vorherigen Wochen. Und da freue ich mich richtig drauf. Genau. Und jetzt erstmal bis